Petrovic mit ihrem neuen Song, Sextape heißt der, wo sie übrigens, also ist ja ein Song, der eigentlich auf YouTube veröffentlicht wurde, mit einem Video, in einem Bikini, der so eng ist, dass, ich weiß, also so knapp ist, dass man echt eigentlich schon alles sieht, über eine öffentliche Straße flaniert und irgendeinen Müllsong schon wieder singt, ist... Ihr wisst, der Muchachos, meine Meinung mittlerweile zu YouTubern, die Musik machen, kennt ihr. Habe ich ja im letzten GTA-Video schon mal angerissen, dass das alles nur ums Geld ist. Mir tun auch die Leute, ich weiß auch nicht, was man sagen soll. Ne? Ich meine, am Ende gibt es ja Zuschauer, vielleicht da, ja auch einer von euch schon mal einen von diesen YouTuber-Songs gekauft oder wie auch immer. Oder das Ding ist, ich habe mir sowas noch nicht mal angeguckt. Ich habe noch nicht einmal auf irgendeinen so YouTuber-Song draufgeklickt. Ja? Außer heute. Außer heute, ja, ich habe mir tatsächlich bis wissenschaftlichen Gründen bis Sekunde 60 den Sextape-Song von Katja Krasavitsch angeguckt. Wo sie sich dann umdreht, weißt du, und sagt, ich bin wie ein Lamborghini, du bist geil auf meinen Arsch. Mal erstmal ganz im Ernst, wo habe ich schon mal irgendwo gehört, dass man geil auf den Arsch von einem Lamborghini ist? Also, so textlich schon wieder richtig OP. Und dann wackelt sie mit, also dreht sich um. Und wackelt so mit ihrem Arsch und man sieht einfach eiskalt, dass sie so untrainiert ist und gar keinen Arsch hat. So wirklich, what the fuck, die verdient irgendwie Geld damit, sich öffentlich zu präsentieren und ihren Arsch zu wackeln. Und da könnte man auf jeden Fall vorher irgendwie zwei Monate zum Training gehen oder sowas, ja? Ich wollte sagen, stellt euch mal damit da irgendwie ein Booty da ist. Trainiert. Digga, aber es sieht auch so scheiße, ich bin runtergefallen. Dreh mich wieder auf!